Ja, vielen Dank. Was für eine gigantische Stimmung. Ich bin auch dabei, ihr seid dabei. Das Gewitter ist noch nicht ganz angekommen. Und trotzdem ist das, was wir heute hier machen, nicht das Ende und es ist auch nicht der Anfang. Ich kann euch sagen, ich war jahrelang auf Tour in den 90er Jahren, Mitte der 90er, Ende der 90er. Und es hat mich nicht überrascht, das, was hier in Köln passiert ist auf der Kolbstraße. Das war lange Zeit für mich Alltag. Aber viele haben es ignoriert, weil es nicht passte zu dem Bild, das wir von Deutschland hatten. Viele haben geschwiegen, viele haben gedacht, ach komm, das sind Einzelfälle. Ich schwöre euch, ich war wirklich in jedem Kaff dieser Republik und ich habe es mir genau angeguckt. Es gibt dort immer noch, auch heute, Parallelgesellschaften von Leuten, die meinen, uns vorzuschreiben, wie man in einer pluralistischen Gesellschaft zu leben hat. Und wir sind eine pluralistische Gesellschaft, in der jeder Mensch, egal woher er kommt, woran er glaubt und mit wem er schläft, seinen Platz haben muss. Und dafür müssen wir alle einstehen. Denn das, was diese Leute machen, und es sind nicht immer die gleichen Leute, das, was diese Leute machen, wenn sie uns angreifen, das ist kein Angriff auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, sondern es ist ein Angriff auf unsere Konstitution. Und es sind nicht nur die Nazis, es sind auch die Fürsprecher der Nazis. Ob sie Statistiken erstellen und Sarrazin heißen, ob sie Pilitsch, die sich nennen, und sonst Katzenbücher geschrieben haben, was sie wieder tun sollten. Ja? Oder ob es Le Pen in Frankreich ist oder Erdogan in der Türkei. In diesem wunderbaren Land lebe ich, seitdem ich denken kann. Und ich habe keine Lust mehr, mich hier fremd zu fühlen. Ich habe mich hier eingerichtet, ich will hier bleiben und ich will, dass alle hier bleiben können, die hier bleiben wollen. Wenn Sie sich an den Kodex halten, den wir gemeinsam erarbeiten und nicht andere uns vorschreiben. Und dieser Kodex kann nur heißen Moral, Ethik und ein Bewusstsein für das, was eine neue deutsche Identität ist. Und diese neue deutsche Identität vertreten wir heute hier alle. Eine aber haben wir heute vergessen. Und deswegen habe ich einen Brief an Sie geschrieben, einen offenen Brief, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Sehr geehrte Frau Beate Zschäpe, ich kenne Sie nicht, aber ich weiß vieles über Sie. Zu viel, leider. Ich weiß, wie Sie aussehen, woher Sie kommen und wo Sie jetzt sind. Ich kenne sogar Ihr Lächeln. Ich weiß vor allem, was Sie uns allen angetan haben. Deshalb hätte ich Sie am liebsten niemals kennengelernt. Denn Sie sind eine kaltblütige Frau, eine Überzeugungstäterin und eine Mitwisserin. Obwohl Sie ganz normal zu sein scheinen, haben Sie mächtig einen an der Klatsche. Sie sind noch nicht einmal hässlich, aber in Ihnen klafft ein Abgrund. Das Komische ist, ich verachte Sie nicht. Ich verstehe Sie nur nicht. Warum sagen Sie nichts? Warum sprechen Sie nicht? Fällt Ihnen nichts mehr ein? Haben Sie keine Lust oder dürfen Sie nichts sagen, weil Sie auch jetzt noch taktieren? Haben Sie etwa Hoffnung, noch einmal glimpflich, sozusagen mit einem braunen Auge davonzukommen? Okay? Okay? Vielleicht klappt es ja. Vielleicht klappt es. Aber nur, wenn der Staat, den Sie eigentlich hassen, Gnade vor Recht walten lässt. Aber wie wollen Sie dann Ihren eigenen Gedanken entfliehen? Oder können Sie verdrängen, was Sie getan haben? Hoffentlich holt es Sie dann eines Tages nicht in Ihren Träumen ein, Frau Zschäpe. Was denken Sie, wenn Sie alleine sind? Was denken Sie dann wirklich? Oder haben Sie sich alles so zurechtgelegt, dass wir die Schuldigen sind und Sie nur das Opfer? Eine Märtyrerin. Aber für wen? Für wen wollten Sie sich opfern? Für Deutschland? In diesem Deutschland befinden Sie sich jetzt im Exil. Fernab von allem und mehr als je zuvor. Und absurderweise haben gerade Sie dieses Deutschland verändert. Es ist anders, als Sie es wahrhaben wollen. Es ist geduldiger, es ist mutiger, es ist stärker, als Sie denken. Vor allem, es gehört uns. Genauso wie wir ein Teil von ihm sind, sind Sie auch ein Teil von ihm, ob Sie es wollen oder nicht.
Das Einzige, was ihnen geblieben zu sein scheint, ist ihr Trotz. Vielleicht, weil sie denken, etwas hätte sich gegen sie verschworen. Und es bestärkt sie, darin durchzuhalten. Fragen Sie sich nicht, ob es ungerecht ist, was Sie getan haben, und ob es gerecht ist, was mit Ihnen nun geschieht? Wie Sie sich mit sich umgehen würden, wenn Sie an unserer Stelle wären? Könnten Sie sich verzeihen, was Sie getan haben? Wie sollen wir es dann erst schaffen? Denn dieses Land gehört nicht Ihnen. Es gehört auch denen, die Sie hingerichtet haben. Das Deutschland, wofür Sie gemordet haben, das existiert nicht. Es gibt nur ein Deutschland, eines der Toleranz, der Offenheit und der Vielfalt. Und deshalb sind Sie gescheitert und wir werden Sie ertragen. Dankeschön.